Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz zum Spiel des ESC Geretsried gegen den ESC Dorfen. Endstand 5:4 nach Penalty-Schießen. Ja, viele Tore, viel Dramatik, viel Emotionen. Ich begrüße zur Pressekonferenz Franz Stehr und Rudi Sternkopf, wieder nach Gesundheit, nach Krankheit genesen. Erste Frage geht natürlich an den Trainer des ESC Dorfen, Franz. Deine Einschätzung zum Spiel? Ja, das erste Drittel ist optimal für uns gehabt. Wir haben das taktisch gut umgesetzt. Wir haben aus den Chancen, die wir gekriegt haben, die Tore gemacht. Und der Knick ist natürlich mit diesen Strafen gekommen. Du kannst auch nicht, wenn du, ich meine, man muss jetzt vorausschicken, die Mannschaft, die heute gespielt hat, sind 9 Spieler vom 2000er Jahr an. Das sind 20, 21, 22. Das ist, da war jetzt hier allerdings nicht dabei, in Grafing war es ja ähnlich, da ist die Härte ein bisschen und dann ist total aus dem Konzept gekommen. Und ich kann auch bei Unterzahl, bei uns der Kapitän, da kann ich keinen Keycheck setzen. Keycheck heißt, dass ich den richtig zusammenfasse. Das ist bescheuert, weil wenn ich hinfalle, dann haben die anderen eine 4 gegen 3. Das ist dumm. Oder wo der geschossen hat, freilich, da kannst du auch 2 Minuten geben, wenn der so lange nach dem Schuss, nach dem Pfiff schießt. Dass da normal Stress gibt, ist immer. Aber da geht er hier und hat ihm eine, das ist bescheuert. Es sind zu viele dumme Strafen gewesen, ob Schiedsrichter recht hat oder nicht, oder mal nicht recht. Das, aber die sind so offensichtlich, dass die pfeifen muss. Und da sind wir total aus dem Konzept. Und dann bist du mit einem Kader, mit 4 Verteidigern, mit den jungen Kerlen, dann fällt da nur einer aus. Das kannst du fast nicht kompensieren. Und das war eigentlich unser Problem. Wir haben uns da total aus dem Konzept bringen lassen. Und ja, es ist letztendlich, können wir noch froh sein mit dem Punkt. Wir haben zwar noch bei 5 gegen 5 noch einen Pfostenschuss gehabt oder 5 gegen 4. Dann fährt der Obermeier noch ein Rohr vom Tor. Das waren, glaube ich, die letzten 10 Minuten die besseren Chancen, die wir gehabt haben. Die Jungs haben gut gekämpft und da gibt es nichts. Aber es ist halt eine sehr junge Mannschaft und wir müssen einfach lernen. Lernen. Und ja, uns geht halt praktisch ein kompletter erster Block ab. Momentan. Plus 3 Spieler, für die Reihenspieler. Und das kannst du halt lange nicht vergessen. Oder das letzte Tor, ja, der Verteidiger von uns, der hat 5 Wochen gar nichts machen können. Der trainiert jetzt wieder hoch, ja, dass der dann den Dampfhaus geht. Und das ist alles normal, aber ich meine, euch hat es ja auch, ihr habt ja auch Haufen Kranke und Verletzte gehabt. Und ich sage es das schon seit langem. Das Problem, was du hast als Trainer, du bist froh, dass du jeden Mann hast. Aber wie soll der Spieler, wenn er 14 Tage nicht trainiert, und dann trainiert er zweimal, der kann nicht auf den Knopfdrucker und eine Form kriegen. Und bei uns ist halt leider schon seit Anfang der Saison, haben wir mindestens 3, 4 Leute, meistens von den ersten 2 Reihen, weg. So wie wir heute gespielt haben, haben wir noch nie gespielt. Und so geht es jeden von Freitag auf Sonntag anders, die ganze Woche anders. Heute hat noch einer auf Nacht ein Ding gehabt, in der Uni hat die kommen können, ja, die arbeiten. Und das Schlimme ist meiner Meinung nach auch, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt, mit Corona, wir hätten heute am Freitag einen Spieler gehabt, habe ich gesagt, der spielt nicht. Der muss erst ein EKG machen. Das sind Hobbyspieler. Bloß wegen dem Eishockey. Nein, das geht. Aber gut, wir haben jetzt noch einen Punkt mitgenommen, und gerade penaltisch ist der Schuss am Pfosten und geht am Hirn drinnen. Das ist ja gar nicht ein Glücksfall. Franz, ja super. Vielen Dank für deine Einschätzung. Du hast ja versucht zu korrigieren zum 1:4. Hast du eine Auszeit genommen? Was hast du den Leuten da mitgegeben? Das Falsche oder mit kleinen Skript? Danke. Gut, vielen Dank für deine Einschätzung und deine klaren Worte. Ja, er hat es gerade angesprochen, viele, viele Verletzte waren heute beim ESC Dorfen. Wir hatten diese Verletzten natürlich auch in den letzten Spielen. Wir sind froh darüber, dass eigentlich fast alle heute wieder zurück waren. Auch du, Rudi, bist wieder zurück. Und wir freuen uns über die Lager. Ja. Also mir hat es auch geschätzt. In Rosenheim habe ich in 10 Jahren 2 Spiele versehen. Jetzt habe ich schon 2 in den paar Tagen, wo ich da oben bin. Ja. Wir freuen uns über den Sieg. Wir werden alt. Ja. Ich bin alt. Du wirst alt, ich bin alt. Ich bin biologisch maximal 30.
Also, Rudi, erstmal willkommen zurück. Deine Einschätzung zum Spiel. Ja, also erst einmal, wir waren ja heute wieder fast komplett. Wir hatten noch zwei mit dabei, aber das passt ja irgendwo. Zwei, das lässt sich verkraften. Das ist wesentlich einfacher zu komplizieren als vier, fünf oder sechs. Dass es natürlich nicht auf Knopfdruck, Franz hat es ja auch schon gesagt, wieder funktioniert dann gleich, das ist auch ganz normal. Vom Spielverlauf her, also ich habe das erste Drittel so gesehen, ich weiß es nicht, wahrscheinlich habe ich es als einzige nur so gesehen. Wir waren jetzt im ersten Drittel nicht so schlecht. Also wir haben auch nicht so schlecht gespielt, nur die Dorfner waren also extrem effizient von der Chancenverwertung her. Die haben uns die Dinger reingehauen und wir haben nichts mehr gebracht und Rückzug war es 0-4 gestanden. Also so schlecht haben wir nicht gespielt, bis auf diese vier Tore erleben, die man halt immer irgendwie vermeiden kann. Und dann musst du halt versuchen, nach 0-4 irgendwie zurückzukommen. Und das ist halt einfach das, was mich an der Mannschaft oder an den Jungs extrem fasziniert, auch, dass die also eine unglaubliche Moral haben, wenn sie dann auch ein bisschen anschiebst noch mit dabei. Gut, im Endeffekt haben wir das Spiel gewonnen, nach dem Penaltyschießen. Aber mir war wichtig, oder das Wichtigste ist, dass wir den Ausgleich noch geschafft haben, das 4-4. Der Rest ist dann also Overtime, die 3 gegen 3, ja, und dann das Penaltyschießen. Es ist halt super, dass wir das noch rübergekriegt haben, das Spiel, gewonnen haben mit 2 Punkten. Aber in den Jungs tut es auf alle Fälle sehr, sehr gut, dass sie jetzt wieder mal gewonnen haben. Und ja, da können wir drauf aufbauen und es freut mich wirklich. Die 5 Minuten gegen Merl, war das Fluch oder Segen? War das eine Wende im Spiel? Wie bewertest du das? Ja, ich weiß es nicht, ob das wirklich auf tatsächlich 5 Minuten waren. Das ist jetzt eine schiedsrichtige Entscheidung. Aber ja gut, Dorfen hat ja auch eine bekommen, wo ich sage, es hätte jetzt nicht unbedingt so hoch. Ausgleich. Ja, wahrscheinlich so ungefähr, ja. Nein, sowas passiert hat. Es war ja auch ein kampfbetontes Spiel. Ja. Es spielen hier nicht der Erste gegen den Zweiten oder der Zweite gegen den Dritten, ne, wo man sowas irgendwo spielerisch dann sieht, sondern es spielt halt der, keine Ahnung, 13. gegen den 14. oder so. Das merkt man halt auch irgendwo. Ja. Das kampfbetont viel Härte. Und ja, wenn man dann einen guten Schiedsrichter hat, der hat das alles im Griff dann irgendwo. Manche nicht so, aber. Wenn man gewinnt, dann ist man eher immer zufrieden. Das ist das Einzige, dass man was wegstecken kann. Und ich kann es jetzt noch nicht sagen, wer am Sonntag kommt. Vielen Dank. Also ich nicht. Vielen Dank. Es ist immer so, du machst da Gedanken am Samstag und am Sonntag schaut es ganz anders aus. Und gibt der, ich komme nicht, ich bin grausam. Das ist grausam. Für einen Trainer grausam. Und ich sage ja, man muss schon sagen, auch mit der Quotientenregelung dieses Jahr, das ist für mich keine reguläre Saison. Da kann man ja sagen, du spielst jetzt gegen Miersbach, gegen Klostersee und die zwei haben am Anfang wieder das Programm gehabt, die haben wir verloren. Der andere spielt gewinnte Spiele und da hat er einen besseren Quotienten und du bist dann im Arsch. Ich weiß es nicht, ob das korrekt ist. Und was kann eine Mannschaft dafür, wenn es 14 Tage nicht die Leute weg hat, dann kommen die wieder, dann hast du 3 Wochenenden, wo du vergeigst und dann bist du hinten drin. Also, weiß ich nicht, aber gut. Das danke, Franz. In meiner Hand. Ja. Also nochmal, vielen Dank, Rudi. Franz, vielen Dank für eure klaren Worte zu verschiedenen Themen. 5-4 für den nächsten Geritzit. Wir freuen uns für den Sieg vor 128 Zuschauern und sehen uns dann auswärts. Spielen wir gegen ESC Amberg und hoffen natürlich auf einen weiteren Sieg. Vielen Dank.